So, na toll, der da. Den hat sie schön eingeklemmt. Na super, kein toller Tod. So, na komm, an den Schalter hin. Ja, mach halt einen Krach. Das Grab muss in der sein. Unternehmen, na toll, der kommt nicht ganz runter. Der Aufzug steckt fest. Also, wirklich immer mit den Aufzügen. Hey, die bleiben in jedem Spiel stecken. Ist das eigentlich schon mal aufgefallen? In jedem Spiel, wenn man einen Aufzug will, bleibt das stecken. Müsst ihr euch mal überlegen, wenn es mal im echten Leben passiert. Ich meine, wenn ihr jetzt morgen irgendwo hingeht, in die Schule, in die Arbeit oder irgendwie am Wochenende irgendwo hin, in ein Museum oder... Okay, Museum. oder irgendwo hin, irgendwo halt, wo ein Aufzug ist und er bleibt einfach stecken. Ich muss irgendwie da durchkommen. Ist doch schon ein bisschen komisch. In Spielen passiert es immer. Im echten Leben wäre es doch ein bisschen blöd. Ich bin schwer. Ich soll mal ein bisschen abnehmen. Komm ich da auch. Come on. Haben wir hier noch irgendwo ein Zeichen? Oh, was haben wir mit den Kisten? Können wir die vielleicht irgendwie runterschmeißen? Oder hier hochklettern? Irgendwas bringt es mir. Ah! Kann ich was an dem Zahnrad machen? Okay. Oh! Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. So, wir haben so einen komischen Stein. Mit mehr Wucht. Hier kommen wir nach oben. Oder rüber. Okay, wenn wir mal nach oben gehen, vielleicht finden wir da was. Na, Hallöchen. Na, guck mal, die sind hier überall aufgehängt. Da kommen sie sogar auf, wie auf der Tonne da oben. Und überall. Ah, lecker. So, was will man, wenn ich mich hier drücke? Kommt der nach oben? So, und nun kann ich den vielleicht noch höher schicken. Dann irgendwie runterfallen lassen. Oh. Puh. So, was haben wir? Oh, auch voll. So, Munitionsprobleme habe ich irgendwie nie. So, warte, dann lassen wir ihn ganz nach oben fahren. Na komm, und drück doch den Knopf. Ich muss die anderen Teile locken. Ah, Moment mal. Da drüben war doch so ein Kasten. Ne, der war hier hinten. Hier ist die Kiste. Und hier kann ich was locker machen. Na, wie komme ich da hin? So, warte nur mal kurz nach oben. Komme ich ja nur hin, indem ich hier nicht bin. Haha, okay. Aber wir müssen den nachher nochmal, denke mal, auf den vierten Stock hochbringen. Oh, da ist ja eine Lücke. Oh, was haben wir hier? Ich muss mir den auch nicht freischießen. Freischießen, wo willst du freischießen? Da drüben? Ja, aber das bringt mir ja noch nicht so viel hier. Auf der Ebene. Aber hier haben wir auch nämlich wieder so ein Ding. Okay, hier können wir einfach hochspringen. Hier die Kiste bergen und hier das Rad wegmachen. Ah, okay. So, das andere Rad. Ich meine, ich sollte am besten gucken, dass ich das letzte Rad von oben mache. Beziehungsweise... Wir haben hier gar nichts mehr. So, was bringt das, wenn ich hier... Ich muss mir den Weg freischießen. Ja, genau, sag ich doch. Jetzt haben wir noch eine Leiter. Schauen wir da gerne da noch kurz hoch.
Ah, okay, hier kommen wir hier hin. Aber da müsste der Aufzug auf Ebene. Ist Ebene 4? Doch, der müsste dann sogar auf Ebene 4 sein. Hier bei der Leiter. Aber das letzte Rad, wie kriege ich das da hin? Aber ich habe da, glaube ich, schon eine Idee. Wenn ich da jetzt hingehe, dann irgendwie runterspringen, wenn er kommt, und dann hier freischießt. Moment, das Freischießen kann ich gleich machen. Ja, darauf machen wir eine Pumpe. So, und jetzt dann gleich runterspringen und dann da rein. So, jetzt rein. Oh, oh. Nein! Oh! Alter, ich bin gerade weit runtergeflogen. Na, da war so eine Mauer. Ich hab gedacht, die hält sich irgendwie an dem Gitter fest. Auf der anderen Seite, aber. Nun gut. Wir machen zuerst mal hier das mit der Leiter. Können wir das nämlich schon mal wegmachen? So, einmal. Okay. Einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Okay. Na toll, dann müssen wir aber nochmal runter. Und dann wieder nochmal nach oben. Also das hier noch fährt hier mit einem so einem Rad. Ist schon ein bisschen übel. Oh, wir haben noch Schrotflintenmunition. Ein Schuss. So, und nun das Timing mal wieder. So, komm, springen wir schon mal runter. Ah, nein. So. Okay. So, einmal schön um die Ecke. Und da kommen wir hier gleich runter. Okay. Und das letzte Rad. Und dann geht's ganz schnell abwärts. Okay. Und jetzt wieder ganz nach unten laufen. Ich meine, durch die Mitte runter? Nee, das ist mir doch ein bisschen zu hoch. So, die Türe? Die war doch vorher nicht offen, oder? Oder war das eine Türe noch weiter unten? Ach, komm mal, egal. Ich gehe durch die Mitte. Oh, super. Oh, oh. Mach halt noch Krach. Ja genau, guck lieber nicht nach der Lady. So. Hier haben wir eine Kiste. Na, Hallöchen. Da kommt doch einer. So, Kopfschusskiller. Oh, und die ballern wieder. Dann hole ich mal wieder meine Pumpe raus. Oh, da kommt auch noch so ein größerer. So, die Kiste lassen wir kurz liegen. Oh, Hallöchen. So, da noch einer mit so einer Maske. So, schwarze Witwe. Genau das war das. Das war das mit den 40 Kills mit der Schrotflinte. Okay. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Okay, ein komischer Helm. Irgendwie so mit Flügel. So sieht es in etwa aus. So, hier war doch noch ein zweiter oder halt nochmal einer. Kann das sein? Hier haben wir so einen Zug-Dingsbums. Hm. Ah, noch eine kleine Truhe. Ja, wir müssen, glaube ich, hier weiter. Oh, geht's hier wieder raus? Oder in eine Höhle rein? Okay, hier ist es. Ach, ist das die Kammer? Obwohl, nee, wir müssen noch mit dem Boot da rein. Das ist noch nicht die endgültige Kammer.
Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? So, warte mal kurz, ich muss mich kurz mal beim PlayStation Network abmelden. Es nervt mich ein bisschen, wenn da immer so komische Meldungen kommen. So, Kontoverwaltung abmelden und weiter geht's.